Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Skywars und das Ganze wieder alleine. Und auf jeden Fall werde ich jetzt das Thema ansprechen, was ich schon tausendmal aufgenommen habe, was aber mein Aufnahmeprogramm immer wieder verkackt habe. Und eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, das Thema anzusprechen, aber ich wollte das gerne nochmal ansprechen. Ja. Ich habe keinen Bock, das nochmal alles zu wiederholen, aber an sich will ich das Thema gerne nochmal ansprechen. Sagen wir es so. War es verständlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich mich in diesem Video jetzt endlich mal für die 40.000 Abonnenten bedanken. Wie gesagt, ihr könnt noch Bilder einschicken. Und auf jeden Fall vorab wollte ich nochmal eine Person grüßen. Und zwar... Moment, Leute. Stressedout.cb. Und das ganz einfach, weil er einfach schon seit 2016 dabei ist. Er hat mir auf Instagram geschrieben. Leute, falls ihr übrigens mit mir schreiben wollt, dann am besten auf Snapchat, weil ich hasse es, über Instagram zu schreiben. Aber das soll ich auch nochmal in einem anderen Video erwähnen, zu einem anderen Thema. Ja, auf jeden Fall, ich gucke da auch nicht so viel nach, kann ich auch schon mal so sagen. Aber das habe ich halt gesehen und dann bin ich so hochgescrollt und habe ich einfach gesehen, dass er schon seit Dezember 2016 dabei ist. Und das fand ich eigentlich ganz cool. So, weil das einfach schon so mega lange her ist und er einen einfach noch immer verfolgt. Und das fand ich eigentlich ganz cool zu sehen. Also, liebe Grüße gehen raus an dich. Und Leute, frag jetzt nicht dauernd per DM, ob ich euch auch grüßen kann. Das war jetzt einfach nur eine Ausnahme, weil ich das gefeiert habe. Und ja, gut, dass hier eine Workbench steht und ich mir noch eine baue. Und die Person hat mich sogar gefragt, ob ich die grüßen kann. Ich hatte das sogar, ich habe ja schon gerade eben habe ich ja schon erwähnt, dass ich das Video schon aufgenommen hatte. Da hatte ich das sowieso schon automatisch gemacht. Also, falls du das Video siehst, wovon ich ausgehe, weil du ja anscheinend aktiver Zuschauer bist. Ja, ich hatte das Video sowieso schon aufgenommen, dich gegrüßt eigentlich, aber ich muss das ja neu aufnehmen. Also, du hättest gar nicht fragen brauchen. Der Typ macht mir ein bisschen Angst, weil er wieder so gute Sachen hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ja, wo ich auch Danke sagen wollte. Ich sag das oft genug, aber ich finde, man kann es einfach nicht oft genug sagen. Man sieht ja jetzt seine Rüstung aus. Auf jeden Fall danke auch an meine Designer. Leute. Als ob ich jetzt am Fallschaden gestorben bin. Oh mein Gott. Okay, also war schon in der nächsten Runde. Und Leute, ich glaube, mein Glück ist jetzt zu Ende, weil ich habe einfach jetzt schon zwei Aufnahmen aufgenommen. Und jetzt, ich glaube, jetzt soll ich einfach kein Video mehr aufnehmen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ein riesiges Dankeschön geht auf jeden Fall auch an meine Designer raus, an Anux und an Ferrero, also Paul. Die sind mir echt, das sind echt so Lebensretter für mich, weil ich habe echt keine Ahnung vom, weil ich habe echt keine Ahnung von Photoshop und keine Ahnung, ich glaube, ich hätte momentan auch nicht mal wirklich die Zeit, mir das beizubringen. Und ich besitze nicht mal Photoshop und weiß nicht, ich bin denen echt sehr, sehr dankbar, weil wie gesagt, wäre ich ohne die ziemlich aufgeschmissen und die machen gute Designs und ja, also danke auch an euch und wie gesagt, ich bedanke mich sehr oft bei euch, aber ich finde, man kann sich lieber zu oft bedanken als zu wenig und lol. Okay, die sind halt alle, ja da ist noch einer, aber der hat glaube ich wieder so gute Sachen. Was ich auch nochmal ansprechen wollte, ist das Thema Facecam. Vielleicht wundern sich einige, warum ich jetzt doch nur auch Facecam mache. Es liegt ganz einfach daran, dass ich es ja hochgeladen hatte und gesehen habe, dass es sehr gut ankommt. Und irgendwie hat mir das so einen richtigen Motivationsschub gegeben. Keine Ahnung, irgendwie macht mir das viel mehr Spaß. Ich finde meine Videos auch viel cooler, wenn ich Facecam mache. Das gefällt mir einfach an sich viel besser. Und deshalb werde ich jetzt eigentlich, denke ich mal, nur noch Facecam bringen erstmal. Sei mir echt gar keinen Bock habe, dann werde ich auch gar kein Video hochladen oder halt eins ohne Facecam. Also ich werde mich jetzt nicht so dazu zwingen, auch wenn ich trotzdem nie Bock habe, mich fertig zu machen, aber das habe ich eh nie, also von daher. Okay, wo sind jetzt noch Leute? Ach, da oben. Hyping Easter. Oh. Okay, Leute. Wir gehen einfach mal trotzdem auf den. Okay, der Typ ist erstmal runtergefallen. Oh, ich habe hier sogar noch eine Enderperle. Ja, auf jeden Fall hätte ich echt niemals gedacht, dass Facecam so gut ankommt. So klar, es ist Facecam. Facecam kommt eigentlich immer gut an, aber dass das tatsächlich noch so gut ankommt, hätte ich echt nicht erwartet. Oh mein Gott, Alter, ich dachte, ich sterbe jetzt noch. Kommt der eine Typ jetzt wieder hoch, um abzustauben, oder? Na, ich höre ihn schon essen, Alter. Okay, Leute. Die Runde sieht, glaube ich, gar nicht mehr so kacke aus, weil es lebt noch der Typ. Also habe ich tatsächlich noch Chancen zu gewinnen. Das mache ich jetzt. Hast du Zeit, so an dieser Kackleiter zu stehen.
Wenn ich jetzt genau wüsste, wo er ist, ne? Das wäre schon mal viel hilfreicher. Okay, das liegt da unten so richtig behindert. Toll, ich hasse diese Wasserkämpfe, weil immer ich diejenige bin, die dann im Endeffekt stirbt. Ich baue mich jetzt einfach hoch, ich habe da einfach keinen Bock drauf, Leute. Ich hoffe, dass der Typ jetzt hochkommt, dass wir vernünftig fighten können, weil sowas macht echt keinen Bock. Und sowas zerstört einfach jede Aufnahme. Also ja, es freut mich auf jeden Fall mega, dass Facecam so gut ankommt. Wie gesagt, hätte ich das halt echt gar nicht erwartet, aber ja, ist ja eigentlich gut, dass es noch besser ankommt, als man erwartet, weil dann hat man nochmal so einen größeren Motivationsschub. Als ob ich jetzt die ganze Zeit warten soll, bis er irgendwie wieder einen besseren Ping hat. Und als ob er dauernd warten würde, das macht ja gar keinen Bock, Mann. Das ist halt echt kacke, wenn man schnell was aufnehmen will, dann hat man so einen Spieler in der Runde und der will jetzt 10 Minuten warten, bis man eigentlich kämpfen kann oder was. Bauen wir dem jetzt schon mal ein bisschen entgegen. Das wäre es ja, als würde er noch genau den Block abbauen, an dem ich gerade hänge. Leute. Endlich. GG. Okay, Leute, jetzt sind wir auch schon in der allerletzten Runde auf der Map Ena oder so. Und die ersten porten sich direkt in die Mitte. Ja, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Auf jeden Fall geht das größte Dankeschön natürlich an euch raus, an alle Leute, die mich in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Auch wenn es ein Dislike ist, die bringen ja trotzdem was. Und ja, also danke auch an die Disliker. Und darum soll es jetzt eigentlich auch gar nicht gehen. Was kann ich noch sagen? Machen wir jetzt erstmal eine Eisenhose, damit ich schon mal in irgendeiner Art und Weise eine Hose habe. Und ich sehe gerade, wir haben auch eine Enderperle, das ist schon mal ganz gut. Was soll ich noch sagen? Ach ja, ich weiß nicht, ob das einige jetzt von euch mitbekommen haben. Auf jeden Fall war mein Kanal ja so ziemlich am Aussterben. Oh mein Gott. Ich glaube, so als Außenstehender, wenn man, sag jetzt mal, nur Abonnent ist, merkt man das gar nicht richtig. Also man achtet da gar nicht wirklich drauf. Aber ich war schon mal kurz vor den 40.000 Abonnenten. Und dann kam so eine richtige Downphase und ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Und ich war eine Zeit lang inaktiv, da habe ich richtig viele Abonnenten verloren. Und ich hatte dann 40.000 und 39.021 Leute und ich hatte so Angst, dass ich unter die 38.000 irgendwas habe, weil wenn man so kurz vor 41.000 ist, dann wieder aktiv Videos bringt und dann mit jedem Upload mehr Abonnenten verliert, dann weiß man auch nicht, was man machen soll, das demotiviert einfach. Kann man sagen, was man will, wenn man Videos hochlädt und man so sieht, dass man nur Verlust macht. Auch wenn man total nette Kommentare bekommt, aber es ist einfach demotivierend gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur an Facecam lag. Wurde halt, glaube ich, mega vielen Leuten empfohlen. Besonders das Video mit Ferrero hat, glaube ich, 44.000 Klicks oder so. Ich weiß nicht, wie viele das mittlerweile hat. Da haben ehrlich zu sein die letzten Tage nicht mehr wirklich drauf geachtet, aber oh mein Gott. Bitte. Oh mein Gott, Leute. Auf jeden Fall bin ich da auch sehr, sehr dankbar drum. Weil, ich weiß nicht, das freut mich einfach mega. Ich will das jetzt einfach hier jetzt noch kurz ansprechen, weil ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht in der Runde zu gehen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie die neuen Abonnenten, falls du jetzt ein neuer Abonnent bist, wie du jetzt genau auf meinen Kanal kommst, ob das jetzt wirklich daran lag, dass euch das Video von Paul, also mit Ferrero, angezeigt wurde, das 1v1 Video. Weil ich weiß halt echt nicht, ob euch jetzt 1v1 wirklich interessiert oder ob es halt nur daran liegt, dass es halt so vielen empfohlen wurde. Also könnt ihr das ja auch mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, würde ich mich auch sehr über Themen schreiben, dann kann ich auch mehr Videos bringen. Ja, am Samstag kommt das Video online, wo ich über meinen Uploadplan rede. Und ja, dann würde ich sagen, was ist das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Würde mich freuen. Bis nächstes Mal. Haut rein und ciao.